über die Sozialgesetzgebung, nicht nur über die Energieversorgung. Ich möchte auch etwas sagen, gerade in der heutigen Zeit, zur Außenpolitik, gerade hier auf dem Willy-Brandt-Platz. Ich erwähnte bereits, dass ich das Kind einer Kriegerwitwe bin. Und in meiner Jugend habe ich mir natürlich mit meinem Bruder die Frage gestellt, warum ist mein Vater im Krieg gefallen? Und als wir dann in der Schule unterrichtet wurden, was eigentlich der Sinn dieses Krieges war, haben wir natürlich als Kinder gelernt, dass dies also nicht zu verantworten war, nicht nachvollziehbar war, nicht zu verstehen war, dass man viele junge Menschen in die Kriege Hitlers geschickt hat, dass sie ihr Leben verloren haben und dass dann letztendlich ganz Deutschland zerstört war. Und aus dieser Grunderfahrung haben wir Junge uns geschworen, wir wollen dazu beitragen, dass Deutschland nicht mehr sich an Kriegen beteiligt, dass Deutschland nicht mehr mit von der Partie ist, wenn in der Welt Kriege geführt werden. Und wir haben in unserer Jugend auch einen Politiker zum Vorbild uns genommen. Das war Willy Brandt mit seinem Satz, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Und die Linke ist dafür, diesen Satz zur Grundlage der deutschen Außenpolitik zu machen. Und ich frage Sie hier in Essen, was muss eigentlich passieren in Afghanistan, bis CDU, SPD, Grüne und FDP begreifen, dass sie einen schlimmen Irrweg beschritten haben, dass sie gegen die Mehrheit der Bevölkerung junge Menschen nach Afghanistan schicken, die dort ihr Leben verlieren. Ich kann ja noch verstehen, dass naive Gemüter am Anfang geglaubt haben, wir bauen dort Schulen, wir bohren dort Brunnen und sorgen dafür, dass es den Frauen besser geht, die ja in solchen Gesellschaften unterdrückt werden. Aber leider ist doch nichts von alledem wirklich erreicht worden. Es gab zwar da oder dort punktuelle Verbesserungen, aber der Krieg hat das Land so verwüstet und zerstört, dass alles wieder schlimmer geworden ist. Tausende unschuldiger Menschen sterben Jahr für Jahr. Das kann doch keiner verantworten, dass das auch in deutschem Namen geschieht. Deshalb raus aus Afghanistan. Wir müssen die Bundeswehr abziehen. Jeder von uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hat bei Wahlen ein ganz, ganz kleines Stückchen Möglichkeit, ein ganz, ganz kleines Stückchen Mitverantwortung, ob wir die Außenpolitik korrigieren. Ich habe Ihnen meine persönliche Lebenserfahrung geschildert, um Ihnen verständlich zu machen, warum ich in meinem politischen Leben gesagt habe, jawohl, die Friedenspolitik ist richtig. Und im Übrigen sage ich noch etwas dazu. Es geht doch bei all diesen Kriegen im Vorderen Orient, im Irak, denken Sie an die Drohung gegenüber Iran und in Afghanistan, nicht um Frauen oder Brunnen oder Schulen. Es geht um Öl- und Gasfelder und wir sollten solche Kriege nicht mitmachen. Das ist der tiefere Sinn, der diesen Kriegen zugrunde liegt. Bravo. Wenn Sie mal zurückblicken, wo gab es denn Kriege, die wirklich gerechtfertigt waren? Aber Sie werden viele Kriege im Laufe der Geschichte aufgeschrieben finden, bei denen den Menschen eingeredet wurde, sie seien unvermeidlich, sie seien richtig, sie würden höheren Zielen dienen. Aber bezahlt haben diese Kriege letztendlich immer nur die Menschen, die einfachen Menschen, die ihre Kinder verloren haben, die gelitten haben. Diejenigen, die die Kriege beschließen, sind ja diejenigen, die ganz selten betroffen sind. Früher, vor Jahrhunderten, da mussten die Heerführer noch an der Spitze der Heere in den Krieg ziehen. Heute ist das alles ganz anders. Ich würde große Probleme haben, anderen Menschen zuzumuten, dass sie in Afghanistan für eine Sache kämpfen, von der sie letztendlich gar nicht mehr wissen, was das Ziel ist. Deshalb mein Appell an Sie, machen Sie die Linke stark. Die Linke ist die einzige Antikriegspartei in Deutschland.
fasse zusammen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich verstehe den großen Frust, den viele haben, wenn sie Hartz-IV-Empfängerinnen sind, wenn sie eine kleine Rente haben, wenn sie langzeitarbeitslos sind, wenn sie immer wieder geglaubt haben, es ändern sich die Dinge und dann erlebt haben, es hat sich doch nichts geändert. Und dennoch stehe ich hier als jemand, der an Sie appelliert. Bitte versuchen Sie immer wieder, etwas zu verändern. Versuchen Sie es jetzt mit einer neuen Partei im Fünf-Parteien-System. Und ich stehe hier nicht als jemand, der sagt, wir die Linke, wir sind die besseren Menschen. Ich stehe aber hier als jemand, der sagt, wir haben ein Programm, das wir Ihnen anbieten, über das Sie nachdenken können. Und wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie es für richtig halten, dann unterstützen Sie uns. Wir wollen die Wiederherstellung der Rentenversicherung. Wir wollen die Wiederherstellung der Krankenversicherung. Wir wollen die Wiederherstellung der Arbeitslosenversicherung. Wir wollen, dass eine Außenpolitik Willy Brandts wieder gemacht wird. Dafür lohnt es sich doch zu streiten, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Bitte denken Sie daran, in 3 Wochen rund, wählen Sie die Linke. Nur eine starke Linke im Landtag gewährleistet, dass sich etwas ändert. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie hier waren und Glück auf. Für diese starken Worte uns Essnerinnen, Essener und Gäste und danke allen, die uns zugehört haben, die uns vorher zugehört haben, die der Musik gelauscht haben. Oskar, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist nach Essen und wünsche dir alles Gute. Wir wollen jetzt ganz gerne noch ein Foto mit Oskar Lafontaine und den Direktkandidaten aus Essen für die Wahlkreise. Ihr kennt sie. Ich sollte vorhin nicht nur die Nummern sagen, sondern auch noch dazu die 65, das ist der Wahlkreis Mülheim-Borbeck, die 66 ist der Essener Norden, die 67 ist der Essener Westen und die 68 ist der Essener Süden. 68 Laura Wollny, 67 Wolfgang Freier, Essener Westen, Essener Norden 66 und 65 Mülheim-Borbeck, Ismail Soy. Ich danke allen, dass Sie hierher gekommen sind. Und Oskar Lafontaine, unser Vorsitzender, danke für deine Rede. Schönes Wochenende, denken Sie daran, am 9. Mai, die Linke steht zur Wahl und hat sich hier heute Ihnen präsentiert und allen Gästen. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.